seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. So, ich dachte mir, ich nehme nochmal eine kleine Session auf. Und werde mich dann jetzt mal hier in den Sumpf begeben, um die Ladung von diesem komischen Herrn da zu suchen. Hier im Sumpf gibt es doch bestimmt Monster. Da ist der Wagen. Ja. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Na, ich glaube, der kommt erstmal nicht zu mir hier, oder? Ja. Hätten wir das auch erledigt mit den Monstern ohne gemacht. Komm schon. Drecksviecher. Ertrunkenen Hirn. Ja, was brauchen. So. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Wollen wir ihn nochmal damit konfrontieren gehen? Ich habe sowieso schon gewundert, warum der einen Bogen mit sich führt. Was ist der überhaupt? Ist der nicht hier irgendwo bei dem Pferd? Ah, da vorne ist der. Ey, du. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Das ist eine Verfolgungsjagd, oder wie ist das jetzt? Lädt. Komm, Plätze. Den kriegen wir. Komm. Ein bisschen hier abkürzen. Ja. Verdammt, bist du hässlich. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen.
Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Ja, so prinzipiell bin ich ja auch gegen die Schwarzen. Ich glaube, ich nehme die Medikamente. Du kannst gehen, aber das Medikament behalte ich. Nilfgaard wird dich sowieso finden und töten. Wozu es verschwenden? Nimm es und erstick dran. Es stimmt, was sie über Hexer sagen. Wow, Medikamente, Schöllkraut. Naja. Das hättest du dir ja auch pflücken können. Das wächst hier ja wie auf Bäumen. Hin und wieder. So, hier Plötze. Wir wollen ja auch mal jetzt zur Nilfgaardischen Garnison. Also eben zu den Schwarzen hinüber. Und dann schauen wir mal, was die über Yennefer wissen. Was tut man nicht alles für die Liebe? Ganz schön lang der Weg. Hey. Das ist übrigens das erste Mal, ich habe es ja schon einmal kurz angespielt, dann bin ich von der anderen Seite immer gekommen. Schieb ab! Hallo? Bin ich jetzt zu blöd, hier die komische Treppe hochzulaufen? Geralt, hast du getrunken? So. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Ach ja. Dafür klaue ich euch jetzt hier die ganzen Blumen. So. Das wird euch was lehren. Es diese Firin. Laut esse Ulfheidan an Moeras. Esse drauf Moeras. Esse tufen Ulfheidan. Interessante Sprache. Was willst du, Vagabund? Evan Sub Ami. Ein Zaub? Kiese bei ein Kass? Episita? Ah! Leg le am Scheiß! Evan, bedreh. Esekuia an Prop Arnetel. Der gerade Scheiß gesagt? Was willst du? Ich suche hier Kräuter. Was heißt, ich suche? Ich finde hier Kräuter. Hier? Oh! Oh! Oh. Ja. Wir müssen einen Teil eurer Ernte regieren. Guck mal hier. Ja, Exzellenz. Ah, ne, ist eine Pusteblume. Ich dachte schon, die haben hier Schöllkraut mittendrin rumwachsen. Das wäre ja dann voll die Verschwendung gewesen. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich bin der Dorfälteste, ist doch klar.
Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadger. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Was für ein Zufall, dass einer da ist. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Tomira und Mislav. Danke. Esorn Jagden. Na dann, suchen wir doch mal die beiden. Und natürlich machen wir hier zuerst ein bisschen Kräuter wegnehmen. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Armen Fey, es war die Sette. Es am Morph, Epest. Es hält. Es Sege in Avia. Luene, Nordling. Es ist Sette. Ich hab dich gewarnt! Nilfgaard! Anwahlen in Ordnung! Überall darf ich was nehmen, nur hier nicht? Naja, das ist dann wohl unser erster Tod, Leute. Autsch. Du hast Geld verloren. Na, ich hatte sowieso kaum Geld. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle nehme ich hier mal lieber nichts, wa? Wie viel habe ich denn jetzt verloren? Ja. Ein Schild. Naja, gut. Ich glaube, da kann man schnell reisen mit. Genau.
So, hier hin. Und dann war hier vorne irgendwo die Hütte, ne? Kann man das nicht auch noch? Hier, zack. Und dann kann man hier so querfeldein, anstatt auf diesem komischen Weg, den einer hier vorgeschlagen wird. So, hallo. Guck mal, hier kann ich doch wieder klauen, oder? Ach, es ist mühsam. Wie soll man denn als Hexer hier gut vorankommen, wenn man hier nicht immer alles klauen darf? Husteblume und Schnaps, mitten im Garten. Nirnwurz. Hallo? Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ja? Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja,
meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Machen wir das doch. Müssen wir, glaube ich, erst herstellen, Schwalbe. Ja, zack. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Och, ja. Wow, Stufe 2. Ich fühle mich mächtig. So. Gucken wir doch mal. Was gibt's denn hier alles? Verfügbare Punkte? Einen. Wir könnten unsere schnellen Angriffe besser machen. Hier können wir die Zeichen besser machen. Hier können wir Tränke besser machen. Überdosis schnell. Klingen angewendete Öle bei jedem Treffer, sie zu vergiften. Okay. Verlangsamt die Zeit beim Zielen von Bomben. Okay. Ekliges erlernte das chemische Rezept der Stufe 1 die maximale Vergiftung um ein. Wirkungsdauer wird erhöht. Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner einen Konterangriff ausführt. Na, das ist doch nicht schlecht. So, hier. Vitalität, zusätzliche 10 Punkte pro Sekunde regeneriert. Das ist gut, das braucht man, glaube ich. Mehr Vitalität. Rüstung. Erhöht den Schaden kritischer Treffer. Erhöht Ziel, Zeichenintensität und Ausdauerregeneration. Erhöht maximale Vitalität und Schaden bei starken Angriffen. Ich glaube, ich nehme das hier. Da müssen wir das hier einsetzen, ne? Jawohl. So. Tsching, tsching. Geld haben wir auch noch gekriegt. Na, wo bist du, Pferdchen hier? Plötze, komm her. Wir haben noch ein Buch gekriegt, ne? Szenariumsbeitrag ist immer gut. Boah, das Pferd, ey. So ein faules Pferd habe ich noch nie gesehen. Mehr. Komm schon, Plötze. Wir müssen doch den Jäger finden. Ich weiß, es ist spät, aber der Jäger muss gefunden werden. Ist ja auch gar nicht so weit weg. Anscheinend. Langsam. Nee, nicht langsam, Geralt. Schnell! Schnell! So, hier ist der Jäger. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Mitten in der Nacht? Was ist denn das für ein Jäger? Und noch mitten in der Nacht, ne? Wie geht dazu? Ja, hier, 2 Uhr 58 und der geht auf die Jagd. Was jagt der? Denn nachts um 3. Ah.
Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Wo ist er denn hingegangen? Ach, hier. Hier. Da ist er doch. Hallo. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Zu spät. Noch ein Angriff. Auf sie mit Gebrüll. Das Zeichen ist schon ganz gut. So. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Kann er bestimmt. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Wo willst du mit mir hin, Junge? Guten Tag. Guten Tag. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein bisschen Grafikprobleme gerade wieder, ne? Nicht so schön, nicht so schön. Ein Lager? Ist hier noch irgendwas? Ah, Spuren. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert.
wohl Nilfgaard. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Ein bisschen was von CSI Witcher. Benutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Neue Stufe. Was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich möchte hier dieses Zeichen hier verbessern. Das Axi-Zeichen. Mehr Dialogoptionen, das ist nämlich immer cool. Ne? So, finde Kreuzdorn. Ja. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Nett. Jo. Aber ich würde sagen, dieses stinkende Kraut, das suchen wir beim nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss. Yeah.